Nun noch ein paar Tipps zur Verwaltung deiner Präsentationen. Mit der Zeit sieht es bei dir vielleicht ähnlich aus wie bei mir. Du hast schon ganz viele und es wird langsam unübersichtlich. Natürlich kann man ältere auch immer wieder mal löschen. Meist ist eine Präsentation ja eine temporäre Angelegenheit. In dieser Übersicht tippst du zum Beispiel jetzt auf Bearbeiten. Und hier kannst du mehrere auswählen, die du zum Beispiel löschen möchtest. Oder in diesem Fall möchte ich sie jetzt duplizieren, indem ich oben links auf das Plus tippe und es wird eine Kopie erstellt. Du siehst, diese Kopie wird jetzt bereit gemacht, um auf iCloud hochgeladen zu werden. Jetzt ist es abgeschlossen. Das heißt, all meine Präsentationen liegen gleichzeitig auch in der Wolke. Zusammengehörige Präsentationen, zum Beispiel alle Präsentationen für dasselbe Fach, können zusammengeführt werden, quasi in einen Ordner, in dem du sie packst und auf eine andere ziehst. Und so wird ein Ordner erstellt, den du selbstverständlich beschriften kannst. Mit Fertig ist das abgeschlossen und der Ordner ist beschriftet. In dieser Oberfläche kannst du auch direkt Folien oder Präsentationen teilen. Über dieses Symbol oben links kannst du entweder jemanden einladen zu einer Präsentation. Du kannst eine Kopie an jemanden senden, per Mail beispielsweise, oder du kannst diese Präsentation in einer anderen App öffnen. Jetzt wirst du aufgefordert, diese entsprechende Präsentation auszuwählen, zum Beispiel diese hier, und du wirst gefragt, in welchem Format diese Präsentation exportiert werden soll. Dieses Verfahren wird beispielsweise gebraucht, wenn du etwas auf einem Server oder in der Cloud ablegen möchtest. In diesem Fall wähle ich Keynote. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die entsprechende App auszuwählen. In meinem Fall ist das jetzt die Dropbox.